Herzlich willkommen zu Götterfunken, Genuss für Geist und Gaumen. In dieser Folge, eigentlich auch sonst, aber heute extra thematisiert, geht es uns um die Wichtigkeit von Muße und Müßiggang. Dies sind für viele altertümliche Begriffe, aber vielleicht doch aktueller, als man meint. Für die jüngere Generation, die sogenannten Millennials unter unseren Zuschauern, sei gesagt, Muße und Müßiggang sind so etwas wie die alten, weisen Verwandten des Chillens. Oft als Faulheit oder Trägheit diffamiert, galten sie, besonders im Altertum, als höchst erstrebens- und ehrenwert. Betrachten wir, ohne jetzt eine ohnehin nicht mögliche abschließende Begriffsdiskussion vom Zaun brechen zu wollen, betrachten wir Müßiggang als den Weg zur Muße und Muße als ein erstrebenswertes Lebensziel, so ist die Zigarre für uns Aficionados ein idealer Begleiter auf diesem Weg und mit ihren vergänglichen Momenten der Ewigkeit, die sie uns schenkt, hat sie auch eine gewisse Verwandtschaft zur tätigen Untätigkeit, die dem Mußebegriff innewohnt und zur Ewigkeit in der Betrachtung eines Momentes, die man mit Müßiggang und Muße verbindet und die eben auch eine Zigarre zu schenken vermag. Also auf, liebe Muße, Muse, Gefährtin hoher Lebenskunst, begeistere mich. Ich greife mal in dieses Kistchen hier, sehr schön aufgemacht, hervorragend verarbeitet und der aufmerksame Betrachter wird den ikonischen Schriftzug auf der Kiste respektive auf der Bauchbinde wahrscheinlich schon erkannt haben. Heute kommen wir auf einen Namen zu sprechen, der wie vielleicht kein anderer für Genusskultur und Zigarrenrauchkultur steht, nämlich Davidoff, Zino Davidoff. Und die Zigarre, die ich heute für Sie verkosten werde, ist aus der Kernserie des Davidoff-Portfolios, der Grand Cru-Serie, und es ist das Toro-Format. Schneiden wir das gute Stück mal an und ich sagte, es ist aus der Kernserie. Also es ist eine Zigarre, die es schon sehr lange bei Davidoff gibt. Allerdings muss man auch sagen, ist es eine Zigarre, die so etwas wie einen Stammbaum hat. Dazu später mehr. Und bevor wir auf diesen Kern zu sprechen kommen, erstmal vielleicht auf die Äußerlichkeiten der Zigarre. Da wäre zu sagen, die Zigarre weist eine Länge von 15,2 cm auf und ein Ringmaß von 54. Die Tabake kommen aus der Dominikanischen Republik, was das Umblatt und die Einlage angeht. Und das übrigens wunderschön anzusehende Deckblatt ist ein Connecticut Seed aus Ecuador. Die Optik, das Anfühlverhalten ist wunderschön. Es ist ein wirklich seidiges, schönes Deckblatt. Es lohnt der Betrachtung, aber nun machen wir mal erst die Schnüffelprobe. Frisches Heu. Eine nebelfeuchte Blumenwiese. Und eine bestimmte Blüte, erinnert so ein bisschen an Stiefmütterchen. Etwas Süßliches, das ist vielleicht dieser Blütengeruch. Und im Kaltzug. Da bestätigt sich zunächst sehr deutlich diese heuige, feuchte Gras,
Nebel, aber auch etwas sehr Cremiges. Auch hier wieder Blüten, vielleicht Trockenblumen. Es verspricht eine, ja, feine, aromatische, aber feine Zigarre zu werden. Leder. Und die Trockenheit von etwas Eichenholz sind dabei. Entflammen wir das gute Stück und der treue Zuschauer weiß es, ich hadere seit Jahren mit meinen Feuerzeugen, habe schon alles Mögliche probiert und seitdem es mein treues, einfaches, zweiflammiges Feuerzeug leider nicht mehr gibt, es wird nicht mehr hergestellt, habe ich schon viele, viele Marken ausprobiert, auch relativ bekannte aus der Zigarrenwelt und behelfe mir jetzt hier mit so einem billigen Einsatz eines bekannten ehemaligen Benzinfeuerzeugherstellers und wollte jetzt gerade schon das Kopfstück anzünden und hoffe doch irgendwann einmal ein Feuerzeug zu finden, was länger als 2 Jahre hält. Aber auch früher schon mal mit diesen, wenn Sie die ersten Videos sehen, mit diesen großen, ja fast wie so ein Crème Brûlée-Macher gearbeitet. Die sind eigentlich recht gut und auch recht preisgünstig, aber auch nach 2 Jahren bei mir meist schon hinüber. Und Sie sehen auch hier, ich habe die Flamme eigentlich etwas zu hoch eingestellt. Gibt ein paar Röstaromen mehr als notwendig. Aber die Zigarre wird es mir verzeihen und Zino Davidoff wahrscheinlich auch. Der zwar viel von Ritualen hielt, aber durchaus Zigarren auch mit Streichhölzern anzündete, die er natürlich erst abbrennen ließ. Das kann man auch sehr gut machen. Und es gibt ja auch extra Zigarrenstreichhölzer. Bevor ich gleich was zu den ersten Zügen sage, vielleicht mal etwas zu Davidoff selber. Er wurde 1906 in Nowgorod-Seversky, so heißt es, glaube ich, im russischen Zarenreich damals noch geboren. Und seine Eltern, sein Vater hatte einen Tabakladen in Kiew, das heißt, er wurde schon in eine Tabakwelt hineingeboren, wenn auch nicht in eine hochqualitative, es ging mehr um Zigarettentabake. Aber er wurde, wie gesagt, schon in die Tabakhandelswelt hineingeboren, übrigens unter dem Geburtsnamen Suserle Meyer Davidoff. Und Suserle Meyer, dieser Vorname, dann russifiziert wurde zu Sinowitsch. Und Sinowitsch Davidoff und seine Familie mussten, als er noch sehr klein, ich glaube 5 oder 6 Jahre war, aus Kiew fliehen, aufgrund von judenfeindlichen Pogromen, die es dort gab. Und als sogenannte Zarenfeinde verließen sie also das Russische Reich und wollten eigentlich über die Schweiz nach Amerika, sind dann zunächst nach Genf. Und da das Geld jetzt nicht mehr langte für die große Überfahrt, ließ man sich zunächst in Genf nieder und blieb dann im Übrigen auch dort. Und auch da hat der Vater dann wieder einen Zigarrenhandel aufgemacht. Die ersten Züge, herrlich, bieten besonders retronasal viel Eiche, immer noch Trockenblumen, eine Sahnigkeit in dem Rauch, die ist herrlich, die ist wunderbar. Und das Zugverhalten ist so gut, dass man geneigt ist, sehr schnell zu ziehen, was man aber nicht tun sollte. Die Zigarre parfümiert den Raum wirklich mit einem Hauch von Blüten, von Leder. Natürlich sind das alles nur Beschreibungen für etwas, was sich hier abspielt. Das ist Tabak, aber er hat eben diese Aromenassoziationen, die weiß er hier in dieser guten Komposition zu erwecken.
Nun, in der Schweiz, in dem Tabakladen von Zinos Vater in Genf, trafen sich alsbald mehrere Exil-Russen. Und einer von ihnen, der oftmals im Hinterzimmer saß, der auch die Neigung hatte, nicht immer zu bezahlen, wurde wenig später bekannt unter dem Namen Lenin. Und der kleine Zinowitsch, der sich im Westen jetzt nur noch Zino nannte, Zino Davidow, arbeitete nach der Schule, in die ihn der Vater da gesteckt hatte und ihm eine gute Ausbildung geben wollte, eben in diesem Tabakladen, wie es gewohnt war, und mischte schon Tabak zusammen für die Zigaretten, schnitt sie klein, auch für Pfeifentabake wurde gesorgt. Und als die Schule abgeschlossen war, da wollte der Vater ihn nicht auf die Universität schicken, sondern sagte, den Rest soll die Schule des Lebens machen. Und er sandte ihn für eine mehrjährige Reise dann nach Übersee in die Tabakanbaugebiete, vor allen Dingen nach Brasilien, hier auch nach Argentinien und dann eben Kuba, sein Erweckungserlebnis Kuba mit dem Tabak. Dort lernte er den Tabak von der Pike auf der Arbeit auf den Feldern, das Mischen von Tabaken, die Fermentation, das Drehen, das Rollen, all das lernte er. Und er knüpfte überall Kontakte, war umtriebig, mehrere Jahre lang. Aber er war auch ein Genussmensch, ein Lebenskünstler. Und er ließ sich auch wahrscheinlich ein bisschen Zeit zur Muße. Aber was ist Muße eigentlich? Nun ja, es ist ein Begriff, der sich einer genauen Festlegung entzieht. Und auch das ist schon eines seiner Wesensmerkmale. Es gibt zahlreiche Versuche, dieses Phänomen Muße und Müßiggang mal gemeinsam, mal getrennt voneinander zu ergründen und, wahrscheinlich schon früher, aber gesichert seit der griechischen Antike, gibt es auch philosophische Betrachtungen dazu. Für Platon war die Muße Grundvoraussetzung für die Philosophie und die Dichtung. Und nicht selten plaudert man in Platons Dialogen eher genussvoll sozusagen in Betrachtung oder Teilhabe des Schönen vom Höchsten. Auch für Platons Schüler Aristoteles ist die Muße die Voraussetzung für die höchste Daseinsform des Menschen, die für ihn in der betrachtenden Tätigkeit des Geistes liegt. Er schreibt: Die Muße ist der Anfang, der Urgrund von allem. Und die Muße scheint Lust, wahres Glück und seliges Leben in sich selbst zu tragen. Seneca schreibt in seinem Werk De Ozio über die Muße: Wir schwanken und ergreifen eines nach dem anderen. Das Begehrte lassen wir zurück, das Zurückgelassene begehren wir von Neuem ewig wechselnd zwischen unserer Begierde und Reue. Und hochaktuell in Zeiten von Social Media heißt es bei Seneca weiter: Denn völlig abhängig sind wir von fremden Meinungen und uns erscheint das am besten, was viele Bewerber und Lobredner hat, nicht das, was lobens- und erstrebenswert ist. Und nicht beurteilen wir einen guten oder schlechten Weg aus sich heraus, sondern nach der Menge der Spuren, unter denen es keine von Heimkehrern gibt. Auch wenn es Seneca in seiner Schrift vornehmlich um den Aspekt der Freizeit im Sinne der Freiheit von politischer Tätigkeit des Philosophen geht, so können wir uns doch allgemein die Wichtigkeit des Zur-Ruhe-Kommens, des Reflektierens und der Muße sein Leben eben nicht an der rastlosen Ansammlung von Likes zu orientieren daraus nehmen und erkennen, dass die innere Zufriedenheit und Gelassenheit wichtiger ist und zu breiterer Betrachtung führt, als das, was 1 Million gehobene Daumen uns für wertvoll erklären.
Den Daumen runter gab es dann vom Christentum für Müßiggänger und Muße. Dem liegt oft ein Verständnis zugrunde, dass Müßiggang eine Art von dumpfem Nichtstun sei, eine geistige Faulheit und krankhafte Trägheit mit Symptomen von dem, was man heute Depression nennt. Müßiggang ist der Seele Feind, heißt es unumstößlich in der Regel des Benedikt von Nursia. Auch geteilt und sogar verstärkt wurde diese Position durch die die moderne Lohnarbeit und den Kapitalismus befeuernde Arbeitsethik des Protestantismus, wenn Luther etwa sagt, Müßiggang ist Sünde wider Gottes Gebot, der hier Arbeit befohlen hat. Oder Calvin konstatiert, unsere Arbeit, unser Broterwerb ist Gottesdienst und heilig. Müßiggang und Prahlerei sind es, die die Menschen verderben. Doch obwohl das Christentum Muße und vor allem Müßiggang als Mutter aller Sünden und daraus abgeleitet sprichwörtlich als aller Laster Anfang betrachtete, finden wir den Begriff aber auch immer wieder positiv konnotiert, als vita contemplativa mit Mönchstum und Klosterleben, als mustergültige Art des mußvoll theoretischen Lebenswandels, freilich deutlich asketischer als bei vielen alten griechischen Philosophen. Augustinus sah in der Muße einen Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit der vollkommenen Ruhe in Gott. Und spätestens der Religionsphilosoph Sören Kierkegaard konstatiert dann wieder: An sich ist Müßiggang durchaus nicht eine Wurzel allen Übels, sondern im Gegenteil ein geradezu göttliches Leben, solange man sich nicht langweilt. Die Zigarre langweilt überhaupt nicht. Sie ist auch viel weniger proletarische Revolution als vielmehr aristokratische Noblesse. Ein Aroma ist ganz interessant, das hat mich ein bisschen in die Schulzeit zurückversetzt. Sie kennen das vielleicht noch, wenn man den Bleistift in der Grundschule angespitzt hat. Dann hatte man diese aufgerollten Holz- und Bleireste, die hatten so einen ganz bestimmten süßlich-herben Duft. Und das Aroma hat sich hier ein bisschen für mich mit hineingemogelt. Das Eichenholz ist noch deutlich spürbar, eine gewisse Erdigkeit, aber die Blumigkeit ist weiterhin vorhanden. Ein bisschen feuchtes Blattwerk, Laubwerk kommt hinzu und, das ist sehr schön, auch ein Gegenpart zu diesen süßlichen Dingen. Da ist eine Zitrusfrucht mit drin, ganz leicht eine Spur. Kann sie aber nicht so genau definieren. Es ist eher, ja, vielleicht wirklich eine süßliche Zitrone, so eine Kaffeelimette oder sowas. Oder vielleicht auch ein Hauch von Mandarine, irgendwie so ein Mittelding. Und nach wie vor eine Sahne, eine Creme im Rauch, die verführerisch ist. Gespannt, wie es weitergeht. Ehrlich zu sein, ich weiß schon, wie es weitergeht. Sie sehen, ich habe schon einiges genascht. Das muss man ja auch, wenn man eine Zigarre fair bewerten will. Dann muss man einige probieren, um auch die Konstanz der Qualität zu prüfen und die Konstanz der Aromen zu prüfen. Wie es mit Davidoff weiterging, ist auch interessant. Als er nach seiner fünfjährigen, ja, man könnte sagen, Ausbildung aus den Tabakländern, vor allen Dingen aus Kuba, zurückkam, war das Erste, was er machte, als er dann im Laden seines Vaters mitarbeitete und ihn dann später auch übernahm. Aber das Erste, was er machte, war, seinen Vater zu überzeugen,
Geld in die Hand zu nehmen und im Keller einen großen Klimaraum einzubauen, damit er eben Zigarren fachgerecht lagern konnte. Und so schuf Davidoff den ersten begehbaren Humidor auf europäischem Boden. Und das hat sich dann auch als großen Erfolg für sein Geschäft erwiesen, denn kurz darauf, oder nicht lange darauf, kamen die Schrecken des Zweiten Weltkriegs über die ganze Welt. Die ich gerade ein bisschen abmildere mit dem Genuss dieser Zigarre, aber sie waren eben das Grauen schlechthin. Und Davidoff hatte nun zwei Vorteile. Den ersten war, Kuba konnte in die Welt, die sich im Krieg befand, nicht viel verkaufen. Davidoff saß aber in der neutralen Schweiz und der konnte kaufen. Der ließ sich Zigarren, teilweise Restbestände kubanischer Zigarren aus Paris liefern und natürlich seine ganzen Beziehungen nach Kuba liefen ihn auch Zigarren einkaufen in großer Menge und eben in diesem begehbaren Klimaraum fachgerecht lagern. Und so konnte er während des Krieges weiterhin als einziger im Prinzip im großen Stil kubanische Zigarren liefern und danach natürlich auch. Und so machte dann das Wort vom König der Zigarren die Runde. Und nach dem Kriege prosperierte das Unternehmen immer weiter und Kuba-Tabak erwies ihm dann die Ehre, 1967 war das, glaube ich, eine Zigarre nach seinem Namen zu benennen. Und so war die legendäre Davidoff Nummer 1 geboren. Wenig später folgte die Nummer 2, heute noch begehrte Zigarren. Wenn sie mal in den Genuss kommen, mir wurde er bislang versagt, aber ich weiß, es gibt noch irgendwo Restbestände dieser kubanischen Legenden. Dann genießen Sie sie und schreiben mir unbedingt, wie sie geschmeckt haben, denn das ist ein Erlebnis, was ich selber noch nicht haben durfte. Nun, wie ging es weiter? Davidoff arbeitete sehr viel, aber wie schrieb schon Kurt Tucholsky, sinngemäß einmal ein voller Terminkalender macht noch kein glückliches Leben. Irgendwie so hat es geschrieben. Und das wusste Zino Davidoff aber auch und sorgte immer wieder dafür, dass er auch diese Ruhepole, diese Mußestunden hatte. Er war eben ein großer Genießer, ein Gentleman, der viel Wert darauf legte, dass er immer gut gekleidet war. Das hat er schon als Jugendlicher versucht zu zelebrieren und als er aus Kuba zurückkam, erkannte ihn sein Vater fast nicht, weil er in einem ganz schicken, ich glaube es war ein Seidenanzug vor ihm stand, also richtig, man könnte schon fast sagen, ein wenig dandyhaft daherkam. Es war ihm immer wichtig, den Respekt vor dem Genussmittel zu zeigen und ihm dann auch den Respekt entgegenzubringen. Und er hatte dann Kunden, alle möglichen Größen und Ungrößen, Könige, Königshäuser, Stars, viele, die er freundlich bediente, manche, die er auch abwies, also nicht als Kunden, sondern es geht die Legende, dass er mal Dienstboten zurückschickte, weil er der Meinung war, dass es sich für einen anständigen Gentleman doch gehöre, sich die Zigarre selber auszusuchen. Natürlich hat er auch Zigarren verschickt, er war ja Geschäftsmann. Eine besondere Beziehung verband ihn mit dem großen Pianisten Arthur Rubinstein und ich hätte gerne auch darüber, vielleicht kann ich das mal in irgendeinem Video machen, über diese Beziehung etwas gesagt und erzählt, aber da fehlen mir leider die Rechte daran, Arthur Rubinsteins wunderbare Klavierinterpretation einzuspielen und dann wäre es eigentlich kein richtiger Götterfunken. Sie finden zwar unzählige Aufnahmen bei YouTube, ich weiß aber nicht, ob die das einfach machen, ohne die Rechte zu haben oder ob Sony denen die Rechte geliefert hat. Ich habe die Firma mal angeschrieben, aber bislang keine Antwort bekommen. Also geht es uns heute eben, wie gesagt, allgemein weiter um die Muße und um den Müßiggang.
Und wie gesagt, oft als Faulheit diffamiert, steckt da doch wesentlich mehr hinter. Und ja, auch heute ist es teilweise noch so, dass man sich fast dafür entschuldigen muss, wenn man sich mal etwas Zeit nimmt. Zeit zum Genießen, auch in Gedanken zu genießen. Und sehr hart und in seiner Art und Weise auch polarisierend, hatte das schon Friedrich Nietzsche festgestellt und ausgedrückt. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal servieren, bis ich dann mit dem mittleren Drittel soweit bin, Ihnen noch weiteres zur Zigarre erzählen zu können. Man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Lieber irgendetwas tun als nichts. Auch dieser Grundsatz ist eine Schnur, um aller Bildung und allem höheren Geschmack den Garaus zu machen. Und so wie sichtlich alle Formen an dieser Hass der Arbeitenden zugrunde gehen, so geht auch das Gefühl für die Form selber, das Ohr und Auge für die Melodie der Bewegungen zugrunde. Der Beweis dafür liegt in der jetzt überall geforderten plumpen Deutlichkeit, in allen den Lagen, wo der Mensch einmal redlich mit Menschen sein will, im Verkehre mit Freunden, Frauen, Verwandten, Kindern, Lehrern, Schülern, Führern und Fürsten, man hat keine Zeit und keine Kraft mehr für die Zeremonien, für die Verbindlichkeit mit Umwegen, für allen Esprit der Unterhaltung und überhaupt für alles Otium. Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im beständigen sich verstellen oder überlisten oder zuvorkommen. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer. Und so gibt es nur selten Stunden der erlaubten Redlichkeit. In diesen aber ist man müde und möchte sich nicht nur gehen lassen, sondern lang und breit und plump sich hinstrecken. Gemäß diesem Hange schreibt man jetzt seine Briefe, deren Stil und Geist das eigentliche Zeichen der Zeit sein werden. Gibt es noch ein Vergnügen an Gesellschaft und an Künsten, so ist es ein Vergnügen, wie es müde gearbeitete Sklaven sich zurechtmachen. Oh, über diese Genügsamkeit der Freude bei unseren Gebildeten und Ungebildeten. Oh, über diese zunehmende Verdächtigung aller Freude. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig. So redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur Vita Contemplativa, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe. Das Otium, die Muße, die Freizeit und Freiheit der Ruhe, war den Dichtern und Denkern eben keine primitive Faulheit, sondern eher so etwas wie eine produktive Untätigkeit, ein inspirierendes Nichtstun, das Dolce Far Niente, wie die Italiener sagen, das süße Nichtstun. Ein Zustand permanent erhöhter Wahrnehmung, die aber trotzdem sehr entspannend ist und damit eine wohlige Wärme des Geistes und der Seele erzeugt, womit wir wieder bei der Zigarre wären, die im mittleren Drittel noch cremiger wird. Nun auch Noten von, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, früher war das mal üblich, heute sieht man das gar nicht mehr, da waren so auf Torten immer so kleine Mokkabohnen hießen die, glaube ich. Das war eher Schokolade
mit einem starken Kaffeeanteil. Und dieser Mokka-Bohnengeschmack oder Milchkaffee auch in diese Richtung, das kommt jetzt im mittleren Drittel sehr stark. Auch das Holz ist noch da und dieses herrliche Parfum des Abbrandes, der wirklich einen schönen Raumduft gibt. All das ergänzt sich wirklich zu einer Mußestunde, in der man diese Zigarre genießen sollte und kann. Zur Geschichte von Davidoff noch etwas weiter gesagt. Kurz nach dem Kriege sprach er mit einer der bedeutendsten Manufakturen in Kuba, nämlich mit Hoyo de Monterrey, und sagte zu den Verantwortlichen: Macht mir mal 5 Formate, die es in Europa noch nicht gibt, die ich dann exklusiv vertreiben kann. Und der Inhaber von Hoyo de Monterrey, ich glaube Fernando Palacio oder so ähnlich hieß der Mann, machte sich dann auf den Weg zu Davidoff und stellte ihm in Genf seine Muster vor. Und Davidoff genoss diese Zigarre mit ihm, rauchte sie und war hellauf begeistert und lud seinen Gast in ein Restaurant in Genf ein, ein feines Restaurant, ich glaube Bel Air hieß es, das gibt es nicht mehr, um dort noch die Einzelheiten der Vermarktung zu besprechen. Und er frug dann seinen Gast: Was trinkst du eigentlich gerne? Und er sagte: Ja, Bordeaux-Weine. Und Davidoff ließ sich die Karte geben, blätterte in die Bordeaux-Abteilung und da standen sie alle, die großen Namen der Chateaus. Und da kam ihm, der übrigens als erster die Analogie feststellte in seinem Kuba-Aufenthalt zwischen Wein und Tabak, dass nämlich beide ihre Aromen vor allem aus dem Boden ziehen, dass das Terroir, der Boden, so wichtig ist wie beim Wein. Und dass er ein paar Kilometer neben der einen Lage wieder ganz anderen Tabak hervorbringen kann als in der ursprünglichen. Und diese Analogie schoss ihm da wieder durch den Kopf und er war auch der Erste, der sie formuliert hatte. Und da sagte er: Du, ich nenne diese 5 Zigarren nach den 5 Top-Weingütern in Bordeaux. Und dein Gast, der Herr Palacio, sagte: Zino, das wird nicht funktionieren. Die Zigarre ist kubanisch, du bist Russe und du willst die französisch benennen, das klappt nicht. Und Davidoff sagte in Sledgehammer-Manier: Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Und er hatte recht, es wurde ein Volltreffer. Die Chateaus wurden verkauft, noch und nöcher, unter dem Namen Hoyo de Monterrey. Und ab, ich glaube, 1975 war es dann, durfte er diese Zigarren dann unter eigenem Namen vertreiben. Und da hießen sie dann eben Davidoff Chateau und trugen dann eben die Namen von Chateau Latour, von Chateau Haute-Brionne, von Chateau Margaux, wen habe ich noch vergessen, Chateau Lafitte und den wunderbaren Süßwein Chateau Duquesne. Den hat er leider später rausgekegelt und das entsprechende Format, die waren durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, hat er dann nach Chateau Mouton Rothschild benannt, sodass alles nur noch Rotweine waren. In den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, kriselte es dann zwischen Kuba und Davidoff. Kuba wollte 51% der Marktanteile, der Geschäftsanteile von Davidoff haben, war ja jetzt nun Diktatur und da konnte man das sagen. Und Davidoff seinerseits sagte: Ja, aber Leute, die Qualität in letzter Zeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Was die eigentlichen, wirklichen Hintergründe dieses großen Streits waren, das kann man heute vielleicht nicht mehr eruieren. Aber es gipfelte darin, dass Davidoff in einer groß angelegten Aktion, ich glaube 1990, zigtausende Zigarren in der Basler Müllverbrennung verbrannte, mit dem Satz, dass die Qualität ihm einfach nicht mehr genüge.
Ich erzählte ja vom Stammbaum dieser Grand Cru-Zigarre und dass diese ursprünglichen kubanischen Chateau-Serien, das waren die Urahnen dieser Zigarre. Wenn wir jetzt wieder auf die Mousse zu sprechen kommen und auf den Müßiggang zu sprechen kommen, und ich sagte ganz am Anfang, dass sie vielleicht wichtiger sind denn je heutzutage. Und schon Nietzsche hatte ja erwähnt, dass wir unser Leben nur noch mit der Uhr in der Hand verrichten. Und vielleicht hat das den Couplet-Dichter und Sänger und Humoristen Otto Reuter zu einem seiner schönsten, wie ich finde, schönsten Couplets inspiriert, das den Titel trägt »Mit der Uhr in der Hand«. Und ich habe mir erlaubt, dieses Couplet, Reuter selber hat ja schon seine eigenen Couplets immer mal um ein paar Strophen ergänzt, ein paar weggelassen, je nach Publikum immer wieder angepasst. Und ich habe mir nun erlaubt, dieses Couplet ein wenig in unsere Zeit hinüberzuhieven, zu modernisieren und umzudichten in Teilen. Und das möchte ich Ihnen nun als nächsten Götterfunken servieren und dann mich wieder melden, wenn leider mindestens der erste Zigarrenring gefallen ist und wir uns im letzten Drittel widersprechen werden. Viel Vergnügen. Wir leben in einer eiligen, hastigen Zeit, mit dem Handy zur Hand, mit dem Handy zur Hand. Der eine, der schiebt heut den anderen beiseit, mit dem Handy zur Hand. Wir drängen alle vorwärts, ob Hinz oder Kunz, sind stets außer uns und wir finden nie zu uns. Denn wir werden mit uns selbst ja nur flüchtig bekannt, mit dem Handy zur Hand. Der Tag, der beginnt schon in eiligem Lauf, mit dem Handy zur Hand, mit dem Handy zur Hand, das Smartphone, es weckt uns und so stehen wir schon auf mit dem Handy zur Hand. Statt Frühstücksgenuss schnell einen Smoothie gekippt und unreflektiert auf die News-App getippt, sehen wir Meinungsskandale am laufenden Band mit dem Handy zur Hand. Wir unterscheiden nicht mehr, was falsch und was wahr mit dem Handy zur Hand, mit dem Handy zur Hand. Doch turnen, trainieren, optimieren uns gar mit dem Handy zur Hand. Wir halten nicht inne, sind auf dem Laufenden stets. Wenn wir mal wen treffen, dann fragen wir, wie geht's? Und ehe der es uns sagt, sind wir weiter gerannt mit dem Handy zur Hand. Wir fahren in die Ferien und sitzen am Strand mit dem Handy zur Hand, mit dem Handy zur Hand. Durchblättern die Mails, den Social Media Stand mit Handy zur Hand. Und fragt man, die Gegend, die war wohl sehr schön? Dann sagen wir ja und wir haben nichts gesehen, denn wir posteten bloß ohne Sinn und Verstand dem Handy zur Hand. Die Liebe, die Ehe betreiben wir als Sport mit dem Handy zur Hand, mit dem Handy zur Hand. Wir finden uns, verbinden uns und pflanzen uns fort mit dem Handy zur Hand. Will sie ihn mal küssen, dann stellt er sich froh und denkt sich, nun mach schon, ich muss ins Büro. Und er drückt sie ans Herz und küsst sie galant mit Handy zur Hand. So eilen wir durchs Leben, ohne Freud und Pläsier, mit dem Handy zur Hand, mit dem Handy zur Hand. Da plötzlich steht einer, ist mächtiger als wir. Ohne Handy zur Hand. Der spricht, du brauchst nun dein Handy nicht mehr. Zwar ist sein Akku voll noch, doch deine ist leer. Und er nimmt uns das Handy aus zitternder Hand und schickt uns hinüber ins stromlose Land. Ganz ohne Handy, ganz ohne Stress, ohne Uhr in der Hand, genießen wir nun das letzte Drittel dieser wunderbaren Zigarre. Und bei diesem immer schneller, immer weiter, immer höher hinaus
fiel mir ein kleines gereimtes Bonmot von Lessing ein, das ich mir hier mal rausgesucht habe, dass ich ihn nicht vorenthalten möchte, überschrieben mit der Faule. Und da heißt es, rennt dem scheuen Glücke nach. Freunde, rennt euch alt und schwach. Ich nehm teil an eurer Mühe. Die Natur gebietet sie. Ich, damit ich auch was tu, seh euch in dem Lehnstuhl zu. Gotthold Ephraim Lessing. Das ist es, was Muße ausmacht. Sich einmal zurücklehnen, sich aus sich selbst herauszunehmen, aus dem ganzen permanenten Befeuertwerden von Gedanken, die mit Arbeit zu tun haben, Gedanken, die mit Unfug der Welt zu tun haben, die mit all dem Lästigen um einen herum zu tun haben, um sich mal wieder auf sich selbst zu besinnen und auf das, was vielleicht wichtiger ist im Leben, als Geld zu verdienen, als dem Glücke nachzurennen, vielleicht festzustellen, dass man das Glück schon längst bei sich hat, wenn man da wirklich drauf eingeht. Ich lege den Lessing mal zurück. Da gehört er nicht hin, aber ich will ihn jetzt nicht wieder hinter mir rauskramen. Nun, der Stammbaum unserer Zigarre geht noch ein bisschen weiter. Nachdem die große Zwietracht zwischen Kuba und Davidoff ausgebrochen war, suchte er sich neue Gefilde und fand sie in der Dominikanischen Republik. Und auch hier wieder die Analogie Wein und Zigarre. Er geht hin und sucht sich erstmal die Flecken, die Erden aus, in denen die Tabakpflanzen, die er teilweise aus Kuba ja hatte, auch am besten gedeihen. Und er nimmt sich den besten Blender und Roller von allen mit, den berühmten Hendrik Kellner, der von nun an für die Davidoff-Produkte der Dominikanischen Republik Verantwortung zeichnen wird. Und die schaffen es nun wirklich, Premium-Zigarren in der Dominikanischen Republik herzustellen. Und da sind sie auch wieder, diese fünf Formate, die Chateau-Serie. Nun tragen sie allerdings nicht mehr den Namen Chateaus, sondern sie heißen dann ab den 90er Jahren nur noch Grand Cru, großes Gewächs. Denn 1855 hatte man ja in Bordeaux die Klassifizierung 1 bis 5 für die Grand Crus festgelegt. Und auch in Deutschland gab es mal vor einigen Jahren den Versuch, Weine etwas populärer zu machen, indem man die Spitzenlagen als erste Gewächse bezeichnete. Das klingt bei uns aber ein bisschen komisch. Erstes Gewächs Grand Cru klingt da schon ein bisschen besser und ein bisschen nobler. Und die Zigarre, und wenn man die mal ein bisschen nachschmatzt, das heißt, wenn man den Rauch noch ein bisschen im Mund hat und so ein bisschen immer weiter nachschmatzt, ohne jetzt einen neuen Zug zu nehmen, dann hat man auf einmal so eine cremige, ein Wohlgefühl mit dem Geschmack, mit dem leichten Hauch eines Tiramisu im Mund. Das ist also eine wirklich so eine Mascarpone-artige Cremigkeit, die man lange nachempfinden kann, die jetzt wieder etwas stärker betont wird von Eiche, begleitet wird von Eiche. Und auch immer noch dieses Blumige hat, dieses, ja, fein duftige, möchte ich sagen. Und um den Stammbaum noch ganz zu vervollständigen, von den fünf Formaten, die ich angesprochen habe, wurde 2017, ich glaube, die Nummer 1 und 4 eingestellt. Und stattdessen kam dazu die Robusto und unsere Toro. Unser Toro ist also mit das jüngste Mitglied 2017 des Kernsortimentes der ursprünglichen Chateau und später Grand Cru Serie 2017 in diesem Format erst auf den Markt gekommen, aber mit einem langen, langen Stammbaum.
Und bevor wir jetzt gleich das Zeugnis ausstellen, möchte ich Ihnen noch einen kleinen Götterfunken zum Muße- und Müßiggang servieren. Und dann kommen wir auch dazu, wie wir die Götterfunken für die Zigarre vergeben. Ich muss aufpassen, dass ich mir die zweite Bauchbinde, die erste mit dem Titel Grand Cru ist schon gefallen, jetzt hier nicht ankohle. Oh, Müßiggang, Müßiggang, du bist die Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung. Dich atmen die Seligen, und selig ist, wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod, einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese blieb. Man sollte das Studium des Müßiggangs nicht so sträflich vernachlässigen, sondern es zur Kunst und Wissenschaft, ja, zur Religion bilden. Den Müßiggang zur Wissenschaft, zur Kunst, ja zur Religion zu erheben, das ist ein Wort. Und die Zigarre, kommen wir zum Zeugnis, zum Aroma hatte ich einiges gesagt. Und erst jetzt zum Schluss des letzten Drittels, da kommt auch so eine Spur von Pfeffer hinzu. Da will die Zigarre nochmal sagen, hallo, ich bin noch da, widme dich mir, ich habe noch was zu bieten, ich will dir noch etwas sagen. Ich fordere deine Aufmerksamkeit. Auch hier also nochmal etwas mehr, ein neuer Geschmacksaspekt, der hinzukommt, Aroma, 4,5 Funken. Das Zugverhalten. Da macht Davidoff keiner was vor, tadellos. Das ist durchgängig bei allen Exemplaren, die ich geraucht habe, ein so schönes Zugverhalten, dass man ganz entspannt rauchen kann. Die Asche ist allerdings entsprechend locker, die flockt schon mal aufs Hemd. Und man muss aufpassen, dass man keine Teufelsfunken erzeugt, dass ihm die Asche dann auf einmal hinunterfällt. Aber das Zugverhalten, wie gesagt, volle 5 Punkte und die Verarbeitung ebenso, da kann man überhaupt nicht meckern. Kein Schiefbrand, kein Tunnelbrand, gar nichts. Die Zigarre ist einfach tadellos verarbeitet. Optik, Haptik, ja, es gibt vielleicht noch Zigarren, die noch seidigere, noch schönere Deckblätter haben, die sich vielleicht noch etwas besser anfühlen, aber wir sind hier schon im Luxus, im Spitzensegment und auch da möchte ich sagen, 4 Funken. Der Preis, ja, 19,50 Euro. Das klingt zunächst viel und man wäre geneigt, hier einiges an Funken abzuziehen, aber man muss sich klar machen, die Arbeit, die hier hineingesteckt wird, die Qualitätskontrolle, die ist so gewaltig dadurch, dass alles von der Aufzucht der Pflanzen bis zur perfekten Lagerung immer in Händen dieses Konzerns ist und immer überwacht wird. Das beginnt schon damit, die Tabakpflanze ist eine einjährige Pflanze, dass sie in den Gewächshäusern bei Davidoff händisch bestäubt wird, dass man nur die besten Samen sich raussucht und aus denen dann die besten Pflanzen zieht und dann wieder die besten Böden sucht, die Tabake entsprechend wachsen lässt, sie komponiert, sie rollt, immer wieder die Qualität überprüft, dass auch wirklich keine Mangelware zustande kommt. Und dann hat der Preis schon wieder einen ganz anderen Betrachtungswinkel, einen ganz anderen Wert und ich möchte ihm hier durchaus 4 Funken geben, auch wenn sie sich vielleicht nicht zur Alltagszigarre mausert, aber vielleicht ist sie auch nicht dafür gedacht, sondern auf Geburtstagen, auf Festivitäten oder einfach in einer Mußestunde für sich zu genießen. In der Stärke bleibt sie leicht. Im letzten Drittel, wie gesagt, ein bisschen Pfeffer zieht sie ein bisschen ins Mittelkräftige hinein. Und gestatten Sie mir noch ein persönliches Schlusswort zur Muße. Die Muße ist
keine extra Zeit in der Work-Life-Balance, sondern vielleicht vielmehr so etwas wie eine Zurückholung des Ichs zum Selbst. Eine Zurückholung aus der, ja, aus der Vergangenheitsbewältigung, aus der Zukunftsangst oder Herausforderung, eine Reduzierung auf den Moment des ewigen Augenblicks und damit auch eine Erweiterung, ja, zum puren Sein. Und das mag vielleicht etwas hochgeschwurbelt klingen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es doch das, was das Leben ausmacht. Kurz gesagt, die Muße ist die Meditation des Genießers. Und eine Zigarre ist manchmal auch nur eine Zigarre.